Eine Sache fehlt noch, die man auf der Kuban-Karte auch gezeigt haben sollte. Das ist die Grenzregion zu Georgien und die hohen schneebedeckten Berge. Und so habe ich mich dann heute Morgen auf die Socken gemacht, um dort auch mal hinzufliegen und um das auch mal zu zeigen, wie das da aussieht. Ich bin dann also mit der G2 aufgestiegen und dachte mir, das ist eine schöne Gelegenheit, schöne Möglichkeit, die G2 auch mal wieder zu fliegen, jetzt nach den FM-Änderungen und zu gucken, wie verhält sie sich in der Luft, was hat sich geändert. Das habe ich dann auch gemacht. Also man fliegt eine sehr lange Strecke an der Küste entlang, wenn man einen geraden Weg nimmt, also Richtung Südosten runter. Und ich zeige das jetzt hier auch mal. Also gestartet bin ich da oben, wo die deutschen Flughäfen sind. Und dann runter an der Küste entlang. Ich blende jetzt hier auch so mal ein bisschen Google Maps noch ein, oben drüber, weil man so die Ortsnamen besser lesen kann. Und dann runter an der Küste entlang bis nach Sotschi an der georgischen Grenze, wo halt die hohen Berge sind, wo ja auch Wintersportgebiet ist und halt auch Olympische Spiele waren. Und da ging es dann hin. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ach so, das hier nochmal gezeigt, das waren halt eben so die üblichen Versuche, die ich immer mache. Das heißt also, ohne den Steuerknüppel dann die Maschine zu fliegen und in der Waage zu halten, wo ich das Gefühl hatte, dass die G2 auch ein bisschen moderater ist als die Friedrich 4. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so gefühlt halt. Weil ich habe auch nicht so viel Erfahrung mit der G2, ich bin sie nicht so viel geflogen, deswegen kann ich da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Aber das ist das, was ich gemacht habe und so liegt eigentlich wirklich sehr gut in der Luft, lässt sich schön fliegen. Ja, aufgrund meiner nicht vorhandenen Erfahrung oder wenigen Erfahrungen, die ich in Langstreckenflügen mit den BFs habe, weil ich da nämlich immer die FW190 genommen habe, hat es mich dann auch nasskalt erwischt. Ich hatte nämlich keinen Sprit mehr auf einmal. Das war so ungefähr nach 40 Minuten Flugzeit. Ich bin noch einen kleinen Schlenker geflogen, weil ich halt noch was austesten wollte mit der G2. Im Flugverhalten austesten wollte. Ja, und auf einmal war es dann soweit. Kein Sprit mehr im Tank und der Motor blieb stehen. Und ich habe dann noch versucht, die Maschine irgendwie auf den Boden zu kriegen. Aber das war da in der Region auch echt blöd, weil da war nichts, was sich angeboten hat, wo man hätte gut landen können. Also das hatte ich dann so gefunden, aber da bin ich dann auch nicht weit genug nach rechts rübergekommen, weil da so eine Baumgruppe stand. Und ja, hab die dann da in diesen, ja, ins Wasser gesetzt und klar, das funktioniert dann halt auch nicht. Und ja, ärgerlich, ne, gerade nach 40 Minuten Flugzeit dann keinen Sprit mehr zu haben, aber das ist gelebtes Leben. Ja, und dann bin ich auf einen anderen Server gegangen, da wo das halt auch direkt schon in der Beschreibung offeriert wurde, dass es da halt auch einen Einstiegspunkt halt gibt in den Bergen. Und bin dann da rein, um quasi direkt wieder jetzt hier in der Nähe von Sotschi zu sein. Und bin dann da durch die Berge, also durch diese schneebedeckten Höhen geflogen und habe mir das jetzt auf der Kuban-Karte dann halt auch mal angeguckt, wie das da umgesetzt ist, eben die Bergregion, und ja, ich war einfach nur geplättet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich beneide euch da unten im Süden ganz schön, auch wenn das vielleicht so ein bisschen seltsam sich anhört, weil wir ja immer noch, ja, letztendlich über ein Computerspiel sprechen oder über eine Simulation, aber das war so beeindruckend, dass ich wirklich gedacht habe, so, ja, irgendwie beneidest du die Jungs ja doch da unten, die Möglichkeit haben, sich tatsächlich dann in den Flieger zu setzen und bei schönem Wetter mit einer tollen Fernsicht dann über die Alpen zu fliegen oder entlang der Alpenausläufer zu fliegen und sich dieses Panorama live und in Farbe anzugucken. Das ist schon, glaube ich, ein Erlebnis, was man so in seinem Leben nicht wieder vergisst. Ich meine, ich möchte jetzt hier unsere Rhein-Ruhr-Ecke nicht schmälern. Das macht auch hier viel Spaß, im Flugzeug zu sitzen und sich die Sachen von oben anzugucken. Also gerade in Richtung Eifel runtergeflogen. Das macht schon auch echt Laune. Aber wie man jetzt an diesen Bildern hier sieht, die im Hintergrund laufen,
glaube ich, ist das noch eine andere Baustelle, wenn man im Flugzeug sitzt und ja, die Möglichkeit hat, bei toller Fernsicht über die Alpen zu fliegen. Ich glaube, das vergisst man dann wirklich im Leben nicht mehr. Ja, wollte ich mal gezeigt haben, das ist also auch ein Teil der Kuban-Karte. Krim, Hinterland und hier unten eben die Ausläufer der Gebirge rüber nach Georgien. Und die Karte ist schon wirklich ein Traum und es macht super viel Laune, da einfach nur so drüber zu fliegen und sich das alles anzugucken. Und ja, größten Respekt vor dem, was die Entwickler gemacht haben, was sie da umgesetzt haben. Das ist schon ein ganz großes Kino und ich sag mal, gerade in Richtung Realismus, ja, das ist schon fast gar nicht mehr zu toppen. Wie gestochen scharf das ist und ja, wie eindrucksvoll das von der Landschaft umgesetzt ist. Ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Movie und ja, lasst einfach die Bilder noch ein bisschen auf euch wirken. Das ist schon großes Kino. Tschüss.